Hey, hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren genesektfreien Pokémon-Part. Ich liebe meine genesektfreien Pokémon-Parts. Niemand mag Genesekt. Und zum Glück haben wir auch noch keins gefunden. Hier ist der Schwarzmarkt. Ist schon famos. Du kannst hier über alle möglichen Gemüsesorten in Waren gebot zu haben. Hier, das bist du. Es gibt ja diese kleinen, ruhigen Städtchen, die sich im Lauf der Jahreszeiten richtig anpassen. Sie exportieren viele ihrer Erzeugnisse. Weißt du, was Gutes? Dass Genesekt auch mit dem hohen Gras ist? Weißt du, was Gutes? Hey. Jetzt haben wir auch ein Fail im Let's Play. Lo. Wieso du auch? Ja, bisher ist nicht wirklich viel schief gegangen, aber das war ja dumm. Hallo, toll, dass du hier bist. Möchtest du was Schönes haben? Wenn ja, dann zeig mir doch mal ein Pokémon Level 30 oder höher. Das ist noch nicht. Bald. Die Produkte, die in Maria City zum Verkauf angeboten werden, stammen aus irgendwelchen anderen Städten. Schon faszinierend, wie die Welt verbunden ist. Muss schneller lesen. Das ist ein Erzeuger. Oh, gib mir ein Dutzend. Wir kaufen keine Kumu-Milch. Kumu-Milch ist Gift. Ja, aber ich trink's ja nicht. Kumu-Milch ist Gift. Gott, es ist so viel einfacher zu kaufen als diese dummen Sodas. Wie viel habe ich jetzt davon? 24, oder? Dutzend sind 12, ja, genau. Das gibt's bei du. So mehr, ist aber leid, aber das war so ein Typ namens Charles, der alles leer gekauft hat. Charles! Mal weg da! Diese Medizin stammt aus dem Ausland. Sie schmeckt beinahe etwas bitter, sodass die Pokémon sich träumen, wenn sie einnehmen. Oh, es gibt eine Medizin. Es gibt eine wundersame Medizin, die man munter macht. Willkommen, gleich, oder? Oh, das ist super günstige Heilung, oder? Super günstig. Im Vergleich zu Hypertrank und so ist es scheiß günstig. Hypertrank kostet 1200, 400? Ich meine, das brauchen wir jetzt auch nicht. Obwohl. Ich würde es sehen. Das brauchen wir sowieso später. Gehen wir jetzt 10. Merken wir uns diese Stadt hier. Die Stadt mit der guten Musik. Da gibt es die gute Heilung. Da ist der Eingang. Hab ich doch gesehen. Gutes Eisen, was du versteckst. Der Gachi würde dafür morden, da ich den. Ja gut, dann gehen wir jetzt da runter. Was hast du eigentlich am Anfang mit, dass es gut lief in diesem Let's Play? Es sind schon 2 gestorben. 2? Sind nie 2 gestorben? Einer. Spaghetti. Na, ist ein Trainer. Spaghetti ist verkraftbar. Nein, ich vermisse mein Pflanzen-Pokémon. Aber hier kein Pflanzen-Pokémon. Oh, ich sag dir. Oh, Junge. Oh, ich hätte gerne einen Genesect. Was soll denn Genesect gegen Voluminous jetzt bringen? Hey, ich hätte gerne Pflanzen-Pokémon, zum Beispiel Genesect. Achso. Ach ja, bei dem triffst du instant! Hä? Wie triffst du instant? Du hast Psychstrahl gemacht. Nein, ich habe auch davor schon 2-mal Hypnose gemacht und 2-mal ist es daneben gegangen. Achso, ja, warte mal. Hast du einmal geschlafen? Einmal ja, beim 3. Mal. Achso. Da war ich noch am Lachen. Mach nochmal Hypnose. So, wir müssen auswechseln, das wird so nix. Ich find's cool, wie es schläft. Ich mag seinen Schnauzbart. Du meinst seine Nasenhaare? Jetzt mag ich's nicht mehr. Oh, jetzt Pants, guck.
Jetzt ist es wach. Wieso ist es schon wieder wach? Das ist nicht gut. Ja. Eigentlich ja. Eigentlich hast du recht. Oh, das sieht, das macht keinen Schaden. Hey, was für ein Typ bist du? Das macht doch gar keinen Schaden mehr. Ich dachte, es ist Stahl. Dachte ich auch. Ist es nur Elektro? Nein, warte, das ist nicht sehr wirklich, oder? Nein, es ist normal. Es ist Elektro. Volu. Ich bin mir auch sehr sicher, dass es Stahl ist. Gesteinstahl. Und ich rette einen Alex an ich. Gestein. Warte, Gesteinstahl. Steinstahl. Oh. Ja. Elektrowasser. Mysto. Mysto ist die perfekte Wahl gegen Elektrowasser. Hab ich recht? Stimmt. Warum machst du Funkensprung? Du kämpfst gegen, hast gegen Lucano gekämpft. Kann ich sagen. Stärke. Kaboom! Stärke. Bin ich begeistert von Mystos Schaden. Ich glaube, das ist so eine Sache, die haben wir seit Anfang des Let's Plays. Das ist wahr. Ich wünschte... Ich will Müsse nicht aus dem Team hauen. Mal davon abgesehen, ich wüsste nicht mehr, was man reinwechseln könnte. Wir könnten ein relativ schwaches Feuer-Pokémon gegen ein relativ starkes Feuer-Pokémon tauschen. Das könnte man tun. Aber willst du Alex wirklich aufgeben? Nein. Alex ist... Alex ist einfach der Man. Dürfen wir ein Pokémon fangen? Bei den Tiefkühlcontainern. Gib mir ein Item. Helm ist unabdingbares Item und so. Oh, du gibst mir diesen dummen Helm, oder? Der Bullenhelm! Yo! Ja, ich weiß, was es macht. Muss mir nicht erklären. Kennst du den Bullenhelm? Macht der. Verhindert der Schaden von oben? Nein. Das ist super cool. Das ist super cool. Okay, wer von uns wird häufiger von physischen Attacken getroffen? Mysto, weil Mysto immer einsetzt, wenn physische Attacken kommen. Also, du kriegst das. weil einfach nur, damit er mehr Schaden macht. Hi. Warum sind die Kinder meinen. Mein Vater bei der Arena. Ich mache hier gerade ein Spezialtraining. Oh shit, das Kind vom Arena-Leiter. Oh shit, oh shit. Ich meine, natürlich der Amelus. Weißt du nicht, was der Arena-Leiter ist? Was? Du weißt nicht, ob das Kind vom Arena-Leiter ist? Hat er gesagt. Oder? Sein Vater arbeitet gerade in der Arena. Okay, ja, gut, ja, gebe ich. Vielleicht ist es der Putzmann in der Arena. Kann sein, ja. Oh, die Flinklaue. Oh, Togepi. Oh! Wie, du hast es überlebt. Wieder hat es überlebt. Warte, wir wechseln. Ja, du bist das stärkste Pokémon. Ja, ich weiß, wie jetzt ein Kai sein. Der auch mal ein paar EP bekommt. Togepi ist das stärkste Pokémon von allen. Das macht Verwirrung, oder? Ja. Yeah. Eis, lass dich von Togepi nicht verwirren. Mach Juwelenkraft! Töte dieses Ei! Gut gemacht. Er hat einfach das stärkste Pokémon von allen getötet. Yeah. Ja, perfekt. Kann man gleich drin lassen.
Was ist eigentlich hier jetzt? Knochenmarder, natürlich! Boden! Wieso kann der Idiot Knochenmarder ran? Was heißt der Idiot? Und jetzt darf ich dich auswechseln. Gut gemacht, Kais. Was soll das heißen, bitte? Was meinst du? Sieht der aus, als hätte er seine Mutter verloren? Oh nein. Oh Gott! Das war ja nichts. Mach doch sowas nicht. Stärke! Ja, mach physische Attacken, du Idiot. Yeah, das hat mehr Schaden genommen als ich. Er macht einfach mehr Schaden, als müsste selber. Ja, mach ich Verfolgung, du Idiot. Yeah! Yeah! Bollnirm war es jetzt schon wert. Bollenhelm ist einfach der härteste Helm im ganzen Spiel. Nein, eben nicht, der hat lauter Bullen. Nee, hier sehe ich. Ich gebe mich nochmal ein. So, weiter geht's. Ich komm mal weg. Ich hab's gerade schon im Pokéstar erwähnt, aber der Bollenhelm macht fest ein Sechstel der maximalen KP. Du Grünstück. Bollenhelm ist super. Was gibt's lieber ein Grünstück als ein Mistbund. Ja, da hast du recht. Kleine Lieferung kümmern sich meine Pokémon. Größere Lieferungen werden per Schiff versandt. Du kannst also jeweils die optimale Versandart aussuchen. Das ist wahrscheinlich besser als Hermes. Alles ist besser als Hermes. Du kein Trainer? Zum Tiefkühlcontainer. Durch die Lücke zwischen dem Zaun und diesem Container. Mülleimer! Nice! Yes! Nächstes Pokémon wird ein Arceus gecallt. Oh, hätten wir jetzt ein Steuer-Pokémon. Weißt du was? War das nicht die Tafel für Arceus? Ja, aber Eistafel erhöht allgemein Stahl. Aber wir können den Pokémon fangen. Oh auf. Ja, stimmt, so war das mit den Dingern. Oh, hätten wir jetzt ein Stahl-Pokémon? Na, Zeus, komm her! Oh. Staraptor. Es ist mal ein Flug-Pokémon! Ja, wir haben schon Flug-Pokémon. Was rede ich da? Staraptor ist okay. Ich habe Staraptor trainiert damals. Wie viel Stärke hat dieses Viech? Ja. Willst du wirklich flüchten? Nein. Ich frag nur. Es kann Notsituation, was normal ist. Es kann eventuell Nahkampf, was Kampf ist. Ich schick mal Penny rein. Guck, was passiert. Es könnte aber natürlich auch. Flugangriff. Flügelschlag zum Beispiel. Oh mein Gott! Ich hab keinen Ball. Außer Flügelschlag hast du nix. Hat er keinen Flugangriff. Das ist nicht gut. Was mach ich jetzt? Vielleicht doch flüchten? Nein. Ach ja. Flügelschlag zu machen. Au. Kann es schon nachkommen auf Level 22? Nein. Das ist gut. Es kann auch noch keinen Sturzflug, keine Agilität, es kann kein Bodycheck, es kann kein Aeroarzt. Ich kann es nicht weiter schwächen. Ja, warte, vielleicht kann ich es weiter schwächen. Warte. Greif mich nochmal an. Genau, mach einen Flügelschlag. Ja, schlag mich. Oh, geil. Und jetzt wird es noch ein Sandwirbel.
Oh, okay. Ich verringere deine. Dein Flugfeld, dein Sandwirbel. Nein, warte, falsch rum. Das rede ich da. Ja, yeah, schlag mich. Oh, Er hält noch einen Schlag aus, oder? Meinst du? Klar, guck mal, der ist noch nicht mal gelb. Nein. Der ist noch nicht mal rot. Nein. Nein. Ich will nicht noch ein Pokémon killen. Und anscheinend hat dieses Staraptor ziemlich gut Stärke und. Nein. Sag ich nicht nein. Verstehst du? Jo. Mach mal eine Lebensstelle. Wow. Pokéball, oder? Pokéball, ich hab schon. Runter B! Es klappt einfach immer. Richtig. Sag ich doch. Für die Leute, die jetzt sagen, Domi, das liegt bestimmt daran, dass es circa die 15 Mal so hohe Fangrate hat wie ein Genesekt. Nein, daran kann das nicht liegen. Nein. Staraptor, Raubtier. Selbst mit einer Verletzung greift es immer weiter an. Ziert sich etwas aufgrund der Form seines Kammes. Kammes. Oh, Fashion Boy. Wie nennen wir ihn? Sie! Wie nennen wir sie? F-F-O-G-L. Mowgli. Ja, ist weiblich. Das ist die Schwester von Mowgli. Mowgli. Hä? Oh, kleines Mowgli. Ach, komm schon! Mitten ins Herz! Hier wird dunkles Gras gewesen. Ich glaube, das sind Doppelkämpf-Dinger. Gott. Wieso gibt es eigentlich keine Pokéball-Tasche? Das ist jetzt ziemlich sinnfrei gewesen, das zu sagen, aber weiß vielleicht, was ich damit meine. Noch ein Fossil! Sind die Fossile hier eigentlich random? Die Fossile sollten auch gerandomized sein. Ich hoffe. Alternativkrokodil. Wieso habe ich mein Pokémon nicht geheilt? Ja, du hast dir gedacht, guck mal, der hat nur ein Genesect, das reicht. Ach, er hat nur ein Endivier. Gut, dass Kai's ja, von ist. Ja, Endivier. Und das zweite Pokémon? Es ist ein Zoroark! Ich meine, es kann theoretisch immer passieren, dass ein Zoroark wirklich auftaucht. Das ist wahr. Auch nicht Reflektor. Ich hab doch nur physische Attacken. Das kann nur ein bisschen dauern. Also, Alex greift jetzt so lange an, dass Reflektor bald wieder weg ist. Oder er killt's im Volltreffer. Wusstest du, dass Volltreffer Reflektor umgeht? Nein. Jetzt weißt du's. Oh fuck! Oh nein! Oh nein! Oh Gott, Fluff, was mache ich jetzt? Fluff! Shit! Wir haben einen Kampfangriff! Wir haben einen Kampfangriff! Gut! Oh mein Gott! Push! Oh. Cool. Und gleich macht das Metronom Lohe Kanonade. Ne, warte, das ist nicht sehr effektiv. Hydropumpe! Wir sollten Alex rausnehmen. Alex hat sich verguckt. Haben wir denn jemanden, der weiblich ist? Willst du gerade damit sagen, dass Alex ein Soldat der Liebe ist? Stief! Ja,
wir sollten Alex nicht dazu zwingen, seine neue Liebe zu töten. Im Gegensatz, Schnief, eiskalte Killerin. Kanone! Eiskalt, habe ich gesagt. Let's go, Kanone! Ich hätte jetzt eine gemacht, hätte sie überlebt. Nur fürs Protokoll. Gib mir was. Gib mir nichts. Wir sind am PC! Am PC? Wir wollen uns mal unser... Haben wir den schon angeguckt? Ja, haben wir. Wolltest du einen Stahl-Pokémon haben? Was wollte ich? Oh ja. Oh ja. Ja, Lucario. Wie viel Angriffskraft hat dieses Vieh? Nickt oft ein. Okay. Der hat auch Bedroher. Er ist ein Angriffs-Plus-Typ! 66. Alter, guck dir. Okay, Groudon, okay, aber komm schon. Es ist stark. Kann Lucario mithalten. Ja, aber Lucario hat das gleich halt auch noch auf Spezial. Ja, das ist wahr. Aber er ist eh physischer Kämpfer, der Vogel hier. Dieser Flügelschlag aber macht Schaden. Aber er hat nicht so viele coole Angriffe. Wobei, ich bin da dann Nahkampf. Oh, das macht Notsituation. Trifft nur, wenn KP des Anwenders geringer als KP des Zieles sind. Senkt dessen KP auf Niveau der KP des Anwenders. Ich dachte, Notsituation macht sowas wie Trash-Flegel. Oh. Bringt uns nicht viel, aber... Oh. Ich... Bleiben wir erstmal beim Team? Ja, klar. Ich denke schon. Kein Grund, das gerade auszuwechseln, oder? Aber ich würde sagen, wir haben gute Alternativen bereit. Leider kein Genesect. Und damit meine ich, dass in dem PC ist ein eigenes Team. Ja, vielleicht nicht Ground und Ho zusammen, aber trotzdem. Unsere Elite liegt noch auf dem PC. Warte, wen habe ich vorne? Oh, Kais. Ja, was machen wir? Mach mal Kais mal. Ja, es ist Groudon und ein Ho-Oh. Und ein Lucario. Ja, ein Lucario. Das Moto. Oh, wieso krieg ich das weg? Meinst du wirklich, dass die Typen von Team Plasma da drin sind? Keine Ahnung. Kälte ist ja echt nicht mein Ding. Aber es hilft wohl nichts. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Nervig, nervig. Da unten ist auch Wasser. Geht dem Wasser auf den Grund. Das ist echt nicht schick. Konnte, ich will nicht wieder Schutz einsetzen. Wir setzen keinen Schutz ein, okay? Gut. Wenn er jetzt nahezu ist, dann drehe ich durch. Ich habe noch mehr Möglichkeiten, Domi. Du weißt, welche Level meintest du, ist der Arenaleiter? 29, glaube ich. Ja, das ist. Wir sollten ein paar Level mitnehmen. Wir nehmen da drinnen sowieso noch ein paar Level mit. Ja, aber wir müssen die anderen auch noch ein bisschen hochbringen. Ja, mal gut. Der kann Kais gut trainiert werden. 100. Und Narzois. Yay. Darkrai. Natürlich. Wieso auch nicht? Am Anfang war der Randomizer ja wirklich ein bisschen langweilig, was dir legendären angegangen ist. Es sieht drastisch an. Wir konnten bisher auf jeder Route fast ein Legi fangen, oder? Ja, aus dem Anfang. Ja, aus dem Anfang. Aber jetzt, wir haben's in den letzten paar Parts, ja. Trifft das? Ja. Ruckzuck. Von dem Darkrai. Ach komm schon, Kais. Was erwartest du von einem Level 20 Darkrai? Das erwarte ich von einem Level 20 Darkrai. Die Heilung. Da. Lass mich erstmal. Ja.
Junge! Das war nicht mal sehr effektiv! Ah, das für eine Negrute, was ist doch wert? Du meinst eine... Mülltank! Yo! Wie hieß die Nekorute noch? Oh nein. Wie Schaden macht die Winkel das? Mehr als die Hälfte. Oh nein. Ja und ab. Und ab. Genau, Poke-Puppe oder Poke-Wedel meintest du gerade mit Eneko-Puppe, oder? Eneko-Puppe. Rute. Ich sehe gerade, es gibt die Eneko-Rute. In der 5. Generation. Es gibt die Poke-Puppe in der 5. Generation. Und es gibt den Poke-Wedel in der 5. Generation. Es gibt viele Poke-Dinger. Warum habe ich das registriert? Die Ineko-Route macht ja bekanntermaßen, dass du flüchten kannst. Wenn man die einsetzt? Wenn du sie, glaube ich, in Pokémon gibt, oder? Oder so. Vielleicht, wenn du sie einsetzt. Wenn du die Poke-Puppe hast, ermöglicht sie dir garantiert den Flucht aus wilden Pokémon-Kämpfen. Und der Pokewedel garantiert dir die Flucht aus einem Kampf mit einem wilden Pokémon. Also das Gleiche. Es ist dreimal das Gleiche und alle drei sind in diesem Spiel drin. Lol. Wir sollten das behalten. Ist dir aufgefallen, dass Kais gerade eben fast gestorben ist? Zweimal? Nein? Ja. Gibt's hier Pokémon? Ja. Wahrscheinlich nicht. Wie dem auch sei. Moment, wir sollten den Part beenden hier. Wie dem auch sei, wir machen einfach weiter. Wir machen einfach weiter. Na, ist doch perfekt. Im nächsten Part geht's im Tiefkühlcontainer weiter. Ja, ist ja, wenn's so euch gefallen hat, gebt ein Abo und gebt ein Like. Das und bis schon dahin hebt ihr den Witz für nächstes Mal auf. Bis dahin, tschüss. Seltsame Musik.